Herr Professor Kühn, wir sind in San Antonio 2012 und heute war eine große Hauptsitzung zum Wächterlymphknoten, Sentinel-Lymphknoten, und Sie hatten da einen der Hauptvorträge zur deutschen Sentina-Studie. Was wurde untersucht in der Studie und was waren das für Ergebnisse, die Sie heute präsentieren konnten? Ja, zunächst war es natürlich eine große Ehre, heute vor diesem großen Publikum die große Sentina-Studie vorstellen zu dürfen, an der wir über viele Jahre gemeinsam mit 103 Brustzentren in Deutschland gearbeitet haben. Und der Vortrag heute zeigt auch, dass die Arbeit der deutschen Studiengruppe eine hohe Anerkennung hier in Amerika finden. Wir wissen, dass die Sentinel-Node-Biopsie seit Jahren ein Standard ist, um bei Frauen, bei denen eine Brustkrebsoperation durchgeführt wird, den Befall von Lymphknoten der Axilla nachzuweisen oder auch auszuschließen. Früher wurde immer eine komplette Achselhöhlenoperation durchgeführt mit mindestens 10 Lymphknoten. Das ist seit einigen Jahren vorbei und dadurch haben diese Frauen viel weniger Beschwerden im Arm. Die Frage stellte sich nun, was machen wir, wenn Tumoren größer sind? Und wir machen immer mehr die Erfahrung, dass wir, wenn wir eine Chemotherapie vor der Operation durchführen, dass wir dann den Tumor kleiner machen können, dass wir dann auch weniger radikal operieren können, sodass sich natürlich die Frage gestellt hat, was passiert mit den Lymphknoten? Können wir eventuell Lymphknoten auch mit der Chemotherapie so effektiv behandeln, dass der Tumor unter Chemotherapie einschmilzt und wir dann vielleicht auch bei diesen Frauen weniger radikal operieren können? Es stellte sich also die Frage, ist es besser, den Sentinel Node vor einer Chemotherapie zu machen? Oder ist es vielleicht besser, man macht erst eine Chemotherapie und kann dann durch diese Chemotherapie Tumorzellen im Lymphknoten vernichten, macht den Sentinel nach der Chemotherapie? Und die Frage war, funktioniert das? Um das zu beweisen, braucht man natürlich hohe Patientenzahlen und wir sind in Deutschland gut aufgestellt mit den zertifizierten Brustzentren, sodass es uns gelungen ist, in kurzer Zeit, in 4 Jahren, 1700 Patientinnen zu behandeln. Im Übrigen so, dass keine Patientin ein Risiko eingegangen ist. Und wir haben bei über 1000 Patientinnen den Wächterlymphknoten vor der Chemotherapie durchgeführt, bei ungefähr 700 Patientinnen den Wächterlymphknoten nach der Chemotherapie durchgeführt. Sicherheitshalber aber immer noch, so wie es ja der Standard ist, ansonsten alle übrigen Lymphknoten bei diesen Frauen noch entfernt, um sagen zu können, ist der Wächterlymphknoten repräsentativ für die Axilla oder ist er falsch, vielleicht negativ und wir haben trotzdem befallene Lymphknoten, dann wäre das Verfahren in der Tat nicht geeignet, als neuer Standard zu fungieren. Jetzt haben Sie ja da die Frauen auch randomisieren müssen, also in unterschiedliche Gruppen. Also wir haben sie nicht randomisiert. Randomisiert würde bedeuten, dass wir nach dem Zufallsprinzip eine Patientin so oder eine Patientin so behandelt haben. Wir haben alle Patientinnen, die in die Studie eingingen, eigentlich nach dem derzeitigen Standard behandelt. Das heißt, keine hatte einen wirklichen experimentellen Arm. Wir haben es nur so gemacht, dass die Patientinnen, die vorher unauffällige Lymphknoten hatten, dass wir bei denen einen Wächterlymphknoten vor der Chemotherapie gemacht haben und bei Patientinnen, die einen positiven Lymphknoten hatten, also normalerweise eine Achselhöhlenoperation bräuchten, eine komplette. Bei den Patienten haben wir eine Chemotherapie durchgeführt und wenn die Chemotherapie auch im Lymphknoten angesprochen hat, das heißt, wenn wir ihn nicht mehr tasten und im Ultraschall darstellen konnten, dann haben wir einen Sentinel-Node gemacht bei diesen Patienten, haben aber zusätzlich sicherheitshalber die übrigen Lymphknoten entfernt, um wie gesagt zu sagen, wie sicher ist der Sentinel Node in der Aussage darüber, ob die Axilla befallen ist oder nicht. Und was ist jetzt bei der Studie herausgekommen? Nun, wir haben auf der einen Seite gesehen, dass bei den Frauen, die eine Sentinel Node Biopsie vor der Chemotherapie bekommen, wir in über 99% der Fälle tatsächlich den Wächterlymphknoten finden. Und das ist eine extrem gute Zahl, die weit besser ist, als wir sie aus der Literatur her kennen. Das bedeutet nämlich, dass die Methode Wächterlymphknoten flächendeckend in Deutschland sehr, sehr gut funktioniert, nämlich an über 100 Zentren praktisch immer. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges, denn wenn wir beispielsweise keinen Sentinel Node finden, weil der Lymphknoten nicht anreichert, dann müssten wir trotzdem alle anderen Lymphknoten entfernen. Das ist nicht der Fall
wenn wir die Wächter-Lymphknoten-Methode vor der Chemotherapie machen. Wir haben aber auch festgestellt, wenn wir nach einer Chemotherapie den Wächter-Lymphknoten entfernen, dass wir dann nur noch in 80% der Fälle einen Wächter-Lymphknoten finden. Und das heißt, dass wir natürlich 20% der Patienten nur deshalb operieren müssten, weil der Wächter-Lymphknoten nicht auffindbar ist. Und das zeigt einfach, dass durch die Chemotherapie auch die Lymphabflussgebiete beeinträchtigt werden, sodass die Methode nach der Chemotherapie nicht so gut funktioniert wie vorher. Im Übrigen konnten wir auch feststellen, dass die Rate an Patientinnen, bei denen der Sentinel-Node selber nicht befallen war, wir aber weitere befallene Lymphknoten in der Achselhülle gefunden haben, die betrug 14%. Das heißt, bei 14% der Patientinnen, die befallene Lymphknoten hatten, hätten wir durch die alleinige Entnahme des Wächter-Lymphknotens positive Lymphknoten, also tumorbefallene Lymphknoten in der Achselhülle, zurückgelassen. Und das halten wir für nicht akzeptabel. Das heißt jetzt für den praktischen Alltag für Sie als Operateur beziehungsweise für die Patientinnen genau was? Das heißt zunächst erstmal, dass wenn wir eine neoadjuvante Chemotherapie machen, dass wir den bisherigen Standard, nämlich den Wächter-Lymphknoten vorher zu entfernen, weiterführen. Sicherlich ist es so, dass zunehmend die Radikalität der Operation in der Axilla zurückgenommen wird. Wir wissen auch, dass wir heute nicht mehr bei allen Patientinnen, die einen positiven Wächter-Lymphknoten haben, die übrigen Lymphknoten der Axilla entfernen müssen. Wir wissen nur noch nicht ganz genau, wie wir die Kollektive definieren können, bei denen wir auf eine weitere Operation verzichten können. Für Patientinnen, die positive Lymphknoten vor der Operation haben, da halten wir es im Moment noch für zu gewagt, auf eine Entfernung der Lymphknoten zu verzichten. Was uns dabei sehr wichtig ist, bei uns steht natürlich immer die Sicherheit der Patientinnen im Vordergrund. Natürlich würden wir uns auch freuen, wenn wir dort die Radikalität zurücknehmen könnten. Aber ich denke, erstmal muss die Sicherheit sein und dann können wir weiter auch die Radikalität beim Operieren zurücknehmen. Vielen Dank.